Wir verraten euch heute einige Tipps für die Außengestaltung und das Innenleben von Häusern auf kleinen Grundstücken. Los geht's! Lasst uns vorab zwei wichtige Dinge klären. Erstens, wer ein Haus auf einem kleinen Grundstück kauft, der braucht auch eine solide Finanzierung. Und am besten holt ihr euch dafür einen starken Partner an eure Seite, zum Beispiel Hüttich und Rompf. Die gehören zu den Top 3 Baufinanzierern Deutschlands und erstellen für euch eine maßgeschneiderte Baufinanzierung, die zu euch passt. Und das Beste, für euch entstehen keinerlei Kosten. Und zweitens, auch ein sehr wichtiger Punkt, auch für kleine Grundstücke gelten Bebauungsregeln. Deswegen unbedingt vorher schauen, was auf eurem Wunschgrundstück möglich ist. Maßgeblich sind hier zwei Regelungen. Einmal die Abstandsflächen, die in den Landesbauordnungen geregelt sind, und dann gibt es noch den Bebauungsplan der jeweiligen Kommune. Wenn das alles geklärt ist, dann kann es losgehen. Starten wir also mit unseren ersten 5 Tipps für die Außengestaltung eures Traumhauses. Wer nur wenig Grundfläche zur Verfügung hat, der nutzt einfach den Platz nach oben oder nach unten. So kann zum Beispiel ein ausgebauter Keller als Wohnraum dienen. 60 Quadratmeter Grundfläche auf halt 3 Ebenen verteilt ergeben dann ja auch 180 Quadratmeter Wohnfläche. Allerdings müsst ihr natürlich auch hier die geltenden Vorschriften beachten, wie hoch ihr eigentlich auf eurem Grundstück bauen dürft. Für die meisten gehört zum eigenen Haus auch der eigene Garten. Doch was ist, wenn rund ums Haus gar kein Platz dafür ist? Wie wäre es denn, einfach den Garten aufs Dach zu verlegen? Das kann eine tolle grüne Oase in der Stadt sein und ihr könnt sogar noch einen Gemüsegarten anlegen. Eine gute Lösung für einen Garten kann auch ein kleiner Innenhof sein. Der hat den Vorteil, dass die Bebauung generell aufgelockert wird und dass viel mehr Licht ins Haus gelangt. Ein sogenanntes Atrium oder Patio ist außerdem ein geschützter Ort mit viel Privatsphäre. Natürlich möchtet ihr auch in eurem kleinen Haus viel Licht. Hier bieten sich schmale und hohe Fenster an, die lassen die Sonne sehr gut rein und sie verbrauchen nicht so viel Stellfläche. Bestimmt habt ihr schon von der Tiny-House-Bewegung gehört. Das ist ja gerade ein Megatrend, auf kleinstem Raum zu wohnen. Man muss sich ja nicht ganz so stark einschränken, aber lasst euch inspirieren von der Tiny-House-Bewegung. Bestimmt findet ihr einige Sachen, die ihr in eurem kleinen Haus verwirklichen könnt. Und damit sind wir auch schon beim Innenleben eures Traumhauses und hier haben wir gleich 6 Tipps für euch, wie ihr den Raum am besten nutzen könnt. Und wenn es wirklich mal eng wird, dann holt euch auf jeden Fall einen Innenarchitekten oder einen Schreiner mit ins Boot. Denn die können eure Möbel maßanfertigen und jede kleinste Ecke und Nische nutzen. Die Art und Weise, wie ihr die Räume einrichtet, hat einen großen Einfluss darauf, wie sie wirken. Das fängt bei der Wandfarbe an, geht weiter mit der Möblierung und bis hin zur Deko. Hier sollte eure Maxime sein, weniger ist mehr. Bei Treppen und Durchgängen, da lässt sich oft viel Platz sparen. Und die Wand darunter, die kann man ganz clever als Schrank oder als Regal nutzen. Mit einem Flur verschenkt ihr viel zu viel Fläche, weil er ja meist nur als Durchgang dient. Deswegen einfach weglassen. Und bei mehrstöckigen Gebäuden, da können Treppen auch die Funktion des Flurs einfach ersetzen. Falls eure Räume hoch genug sind, dann könnt ihr eine zweite Ebene einplanen. Und wenn dann euer Schlafplatz viel höher liegt, dann könntet ihr den mit einer Leiter erreichen. Auch vielseitig verwendbare Klappmöbel oder Raumtrenner können euch beim Platzsparen helfen. Ein kleines Haus hat meist auch ein kleines Bad. Aber auch das lässt sich geschickt zu einer Wellness-Oase umgestalten. Zum Beispiel mit einer Eckbadewanne. Oder ihr nutzt geschickt die Wandflächen für Heizkörper und Stauraum. Und auch hier kann euch ein Innenarchitekt helfen. Ein kleines Haus muss man übrigens nicht zwangsläufig von einem Architekten planen lassen. Es gibt hier auch leicht abgewandelte Fertighauslösungen. Also super praktisch, aber auf jeden Fall informiert euch und sprecht mit Fachleuten. Habt ihr noch weitere Tipps für kleine Häuser und kleine Grundstücke, dann schreibt sie uns gerne. Wir tauschen uns aus und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das könnt ihr hier machen. Hier findet ihr ein weiteres Video auch über Häuser und Haustypen. Macht gerne mal den Test, welches Haus zu euch passt. Und damit sage ich Tschüss, bis nächste Woche.